Es ist nur eine Frage der Zeit, dann wird Iron Man ins MCU zurückkehren und ich sage euch jetzt schon, wir werden es dann alle lieben, egal was wir jetzt sagen. Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und gerade geht ja eine Nachricht durchs Internet, dass ein Robert Downey Jr. in dem Magazin Esquire gesagt hat, er würde nur zu gerne ins MCU zurückkehren. Er hat davon geredet, dass die Rolle von Tony Stark in seiner DNA verwurzelt ist und dass man niemals gegen einen Kevin Feige wetten sollte. Das heißt, er selbst hätte hier jetzt schon wirklich Bock, zu Tony Stark, zu einem Iron Man zurückzukehren. Und das hatte ich gestern auf Insta gepostet, unter die blonde Gefahr, folgt mir da gerne, so mit dem Spruch so, na okay, eigentlich will ich es nicht. Und ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, wir wollen es irgendwie auch nicht, aber es wird wahrscheinlich ja doch passieren, weil Geld. Und dann habe ich jetzt überlegt so, naja, wir werden es wahrscheinlich doch wollen. Was das hier jetzt alles sein kann, wie das aussehen wird, möglicherweise im MCU und warum wir es am Ende dann doch wirklich lieben werden, darüber will ich mit euch jetzt sprechen. Dabei kann es jetzt natürlich Spoiler zum MCU geben. Ihr kennt das Spiel, ihr seid hiermit gewarnt worden. Die Tatsache, dass ein Robert Downey Jr. jetzt in einem Interview sagt, er würde wahnsinnig gerne zu dieser Rolle von Iron Man zurückkehren, ist ja irgendwo auch nichts Neues. Und wenn wir uns mal zurückerinnern an das Jahr 2023, da gab es ja diesen großen Artikel von Variety, wo es darum ging, Marvel in der Krise. Da wurde dann auch viel über Jonathan Majors gesprochen, auch über die ganzen Probleme hinter der Produktion von Blade. Und da kam dann auch das erste Mal auf, dass man wohl bei Marvel darüber geredet hätte, die alten Avengers doch nochmal zurückzubringen. Unter den alten Avengers verstand man damals Robert Downey Jr. als Tony Stark und auch Scarlett Johansson als Black Widow, aka Natasha Romanoff. Beides große Hauptcharaktere, die ja auch das Team der Avengers hier stark vorangebracht haben, die dann aber in Avengers Endgame ihre großen Opferrollen hatten und gestorben sind. Natascha opferte sich für den Seelenstein und Tony Stark am Ende, um hier wirklich gegen Thanos und seine Schergen vorzugehen, und er machte dann diesen Snap und dann war alles wirklich vorbei. Beides wahnsinnig wichtige Momente, beides sehr, sehr emotionale und sehr, sehr schöne Momente, und deswegen reagiert man halt auch sofort, wenn man hört, die wollen Tony Stark zurückbringen oder ein Robert Downey Jr. will zurückkehren, dass man sagt so, nein, will ich nicht, weil damit macht ihr mir alles kaputt, was wir in Endgame hatten. Und das hat ja dann irgendwann auch Kevin Feige erkannt. 2023 gab es dann auch einen Artikel von ihm, in dem er nochmal sagte, wir werden niemals den Tod von Tony Stark rückgängig machen. Weder durch Magie noch durch sonst irgendwas. Tony Stark auf Erde 616 ist wirklich tot und damit wird man hier auch bei Marvel nicht rumfuschen, weil man eben ganz genau weiß, wie die Fans darauf reagieren, wenn es plötzlich heißen würde, ja, na okay, der war doch nicht so ganz tot und jetzt ist er wieder da. Das bringt uns jetzt aber dazu, mal wirklich rein aufs Geld zu schauen. Und bei Marvel sieht es im Augenblick leider da nicht so gut aus mit den ganzen Filmen. Der letzte große Kino-Blockbuster, The Marvels, war ein gigantischer Flop. Der hat fast 300 Millionen Dollar gekostet und nur irgendwie knapp 200, nicht mal ganz, wieder eingespielt. Und wenn man sich auch mal anschaut, die ganzen Filme aus Phase 4 und 5 sind alle größtenteils hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Wir haben da eigentlich nur sowas wie Spider-Man No Way Home, Doctor Strange 2 oder Guardians of the Galaxy 3. Und was erkennt man an diesen drei Beispielen? No Way Home brachte uns Tobey Maguire und Andrew Garfield wieder zurück. In Doctor Strange 2 hatten wir einfach nochmal die Rückkehr von einem der coolen Avengers, nämlich Doctor Strange. Und Guardians of the Galaxy 3 hat ja letztendlich auch nochmal die Kulttruppe rund um einen Star-Lord zurückgebracht für ihr letztes großes Abenteuer unter der Regie von James Gunn.
Also auch alles eher Filme, die irgendwie so ein bisschen auf diese Nostalgieschiene aufgebaut haben. Eine Nostalgieschiene, die daher kommt, dass gefühlt jeder Film aus Marvel Phase 1 bis 3 ein absoluter Erfolg gewesen ist. Und das ja dann irgendwo auch die Grundfesten von dem waren, was Marvel dann im Kino so verdammt groß gemacht hat. Da ist es natürlich dann auch nicht verwunderlich, wenn es 2023 hieß, man überlegt, ob man die alten Avengers zurückbringt, weil man einfach gesehen hat, okay, alles, was wir bisher so ausprobiert haben, ist nicht wirklich gut angekommen. Keiner redet gerne über die Eternals, außer mir, ich weiß auch nicht warum, oder über all das, was da noch gekommen ist. Dann gibt es ja noch die ganzen Serien, die alles ja sehr verwässert haben, weswegen man ja selbst bei Marvel irgendwann die Notbremse gezogen hat, um einfach festzulegen, okay, Serien und Filme wollen wir jetzt doch wieder ein bisschen stärker voneinander trennen. Wir wollen die Serien besser machen und wir machen halt weniger in dem Filmbereich, aber dafür mit mehr Qualität. Das bringt uns jetzt zurück zu der ganzen Sache rund um Tony Stark. Und wir sind jetzt in diesem Augenblick im MCU an einem Punkt angekommen, wo wir zwei sehr, sehr einfache Möglichkeiten haben, wie man Tony Stark wieder zurückbringt, ohne dass sein Tod aus Avengers Endgame rückgängig gemacht werden muss. Zum einen hätten wir dann natürlich die ganze Thematik, okay, Tony kehrt einfach als künstliche Intelligenz wieder zurück. Er hatte ja schon für seine Tochter da über seinen Helm Nachrichten aufgenommen, die dann für sie abgespielt worden sind. Und es ist für Tony Stark ein leichtes, eine künstliche Intelligenz zu entwickeln, die sein Bewusstsein hat, weil er hat schon genügend künstliche Intelligenzen gebaut. Und wir haben alle gesehen, dass das mit unterschiedlichen Erfolgen passierte. Aber er kann natürlich auch irgendwann mal gesagt haben, okay, ich scanne jetzt mein Gehirn ab, speichere alle meine Erinnerungen. Erinnert euch noch an dieses komische BAF-System, was ja auch schon auf seinen Erinnerungen irgendwo basierte. Das heißt, das ist durchaus im Bereich des Möglichen und das haben wir in den Comics gesehen. Was war denn nach dem zweiten Civil War? Da gab es dann plötzlich auch eine künstliche Intelligenz basierend auf dem Bewusstsein von Tony Stark. Dieser künstliche Tony Stark half dann einer gewissen Riri Williams dabei, ihre Iron Man Rüstung besser auszubauen. Und eine Ironheart-Serie kommt ja im MCU auch noch. Das heißt, dort könnte das erste Mal auch ein Tony Stark, a.k.a. Robert Downey Jr. wieder auftauchen. Vielleicht nur erstmal in der Sprecherrolle, vielleicht aber auch schon als so eine Art Hologramm, wo wir dann sehen, okay, es gibt diese künstliche Intelligenz und theoretisch könnte man da dann auch einfach sagen, okay, wir pflanzen diese künstliche Intelligenz in einen Iron Man Anzug oder wir klonen Tony Stark einfach neu. Die Möglichkeiten sind da und wir sind ja auch im Comic-Universum. Da ist nie jemand wirklich tot. Selbst als Superman damals starb, tauchte der ein paar Wochen später wieder auf. Und so geht das immer weiter. Im Comic-Bereich bist du nie wirklich tot. Was uns zur Option Nummer 2 bringt, und die nennt sich einfach Multiverse. Darüber haben wir schon sehr, sehr viel gesprochen, dass du durch das Multiverse einfach diese Figuren wieder zurückholen kannst, ohne dass irgendwelche Momente in der Vergangenheit in unserer Dimension kaputt gemacht werden. Und wir haben das in der What-If-Serie gesehen, wo wir schon unterschiedlichste Versionen von Tony Stark zu Gesicht bekommen haben. Und wir erleben es ja dieses Jahr. Deadpool bringt uns einen Hugh Jackman als Wolverine zurück. Gab es dann einen Aufschrei? Nein, weil alle es gefeiert haben. Und das, obwohl Leute Logan und dieses tragische Ende lieben, wo Wolverine dann stirbt. Aber es wurde auch schon bestätigt, nein, Deadpool und Wolverine rührt das Ende von Logan nicht an. Das hier ist halt einfach nur eine andere Variante von Wolverine, von Logan. Deswegen hat er auch das coole gelbe Comic-Kostüm an und läuft nicht so rum, wie wir ihn eigentlich normalerweise kennen. Das hier ist Multiverse. Es ist einfach eine andere Variante von Wolverine. Das Gleiche kann man jetzt mit Tony Stark auch machen. Und auch da bietet sich ja alles, was demnächst noch kommt, an. Gucken wir zu den Fantastic Four.
das wird ja wahrscheinlich schon irgendwas sein, wo man sagt, die kommen vielleicht von einer anderen Erde zurück auf unsere Erde, damit sie dann halt in Secret Wars hier gemeinsam mit den Avengers kämpfen können. Secret Wars, das nächste Ding, Inkursionen werden das Multiverse durcheinander bringen. Da kann es dann auch passieren, dass irgendwo Superior Iron Man plötzlich aus Erde 322 oder von sonst woher plötzlich auf Erde 616 landet und sagt so, oh, ja, ich bin Tony Stark, aber nicht ganz so wie der, den ihr früher mal kanntet. Ich weiß von dem, weil ich habe mich informiert. Aber das ist alles möglich. Von daher ist es relativ einfach, ihn hier zurückzubringen, ohne dieses Versprechen, was Kevin Feige damals getätigt hat, zu brechen. Nämlich zu sagen, ja, wir verändern den Tod von Tony Stark. Der würde immer noch der Tod von Tony Stark bleiben. Und das bringt mich jetzt zu dem Anfangspunkt, wo ich ja gesagt habe, wir werden es am Ende trotzdem lieben, auch wenn wir es jetzt im Augenblick erstmal hassen. Und warum hassen wir es? Natürlich, weil wir jetzt irgendwie Phase 4 und 5 hatten, die einfach nicht mehr das Gleiche waren. Weil halt sehr viele von den alten Charakteren nicht mehr dabei gewesen sind, weil sehr viel herumexperimentiert wurde, wir keinen richtigen roten Faden hatten und auch nicht das Gefühl, dass es auf irgendetwas hinarbeitet. Gleichzeitig fühlt sich das denn jetzt halt einfach so ein bisschen wie so ein Cash-Grab an, weil man gesehen hat, okay, alte Spider-Männer zurückbringen, bringt viel Geld ein. Die Guardians of the Galaxy nochmal zurückholen, bringt auch viel Kohle rein. Also holen wir jetzt einfach die Kultfigur aus dem MCU zurück und sagen, hier Leute, ihr habt Tony Stark wieder und lebt damit. Und ganz ehrlich, wir werden damit leben und wir werden damit wahrscheinlich am Ende auch gut leben, wenn es wirklich heißt, ja, Robert Downey Jr. kehrt als Iron Man zurück, weil er will es selber und wir wollen es irgendwo auch. Seid doch mal ehrlich, so wie häufig lese ich in den Kommentaren, dass das MCU seit Endgame nicht mehr das gleiche ist, weil natürlich Figuren wie Steve Rogers, wie Tony Stark, wie Natasha Romanoff einfach fehlen. Und wenn der jetzt zurückkommt und man kann es halt auf die einfachste Art und Weise hier auch in der Logik des MCUs erklären, dann ist er halt wieder da. Dann haben wir natürlich auf der einen Seite diese Nostalgie, aber auf der anderen Seite, wenn Robert Downey Jr. hier auch wirklich sehr involviert darin ist, wie diese Figur weiter ausgebaut wird, dann kann man ja vielleicht auch hoffen, dass es tatsächlich gut wird. Und natürlich spielt da Geld eine Rolle, weil am Ende ist Marvel ein großes Unternehmen und sie wollen auch Geld verdienen. Aber das wäre dann irgendwo wahrscheinlich auch der Fanservice, um Leute halt wieder ins Kino zu locken. Selbst die, die dann motzen und sagen, nein, ich will den nicht zurückhaben, werden reingehen, um zu gucken, ist es wirklich so schlecht, wie sie es prophezeit haben, oder ist es auf einmal doch irgendwie gut? Nochmal, Hugh Jackman kehrt auch zurück und da hat man auch gesagt, so, oh ja, er ist unser Wolverine, aber wenn er jetzt tot ist, dann soll er bitte auch tot bleiben. Und jetzt in Deadpool 3 taucht er dann doch wieder auf. Es ist also alles möglich. Ich war auch erst entsetzt, bin jetzt doch irgendwie an so einem Punkt, wo ich mir sage, na okay, mein Gott, wenn sie es gut machen, bin ich der Erste, der ins Kino geht und sagt, ja geil, ich habe Iron Man wieder, wunderbar. Weil das war eine großartige, eine perfekte Saga mit ihm und den Avengers. Und von daher, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr zu diesem ganzen Thema steht. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.